Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Johannes Lutz von 3D Industrie und wir helfen Maschinenbauer und Industrieunternehmen mit einem eigenen 3D-Drucker hochwertige Funktionsbauteile zu drucken und dabei sehr viel Geld und sehr viel Zeit einzusparen und die Innovationskraft zu stärken. Und in diesem Video geht es jetzt um das Thema Denkweise von 3D-Druck. Und es fängt schon ganz weit vorne an. Und zwar möchte ich das vergleichen, wie ich das im Buch gemacht habe. 3D-Druck-Profi-Wissen-Buch kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie uns ein Stück weit verfolgen. Und dort haben wir eine coole Zeichnung drin, und zwar vom Stammtisch. Und wir haben jeder Fertigungstechnologie einen bestimmten Charakter gegeben. Das hört sich jetzt lustig an, aber danach hat es jeder verstanden. Jeder Rookie hat das Thema danach verstanden, weil es so einfach ist. Es gibt hier den Gussi für Gusstechnik, es gibt den Blechi für das Thema Blech, es gibt den Fräsi für Frästechnik und es gibt die Miss Printy, ne, für das Thema 3D-Druck. Und die sitzen an dem Stammtisch der Fertigung, und jetzt kommt 3D-Druck hinzu zu diesen Technologien. Was machen diese anderen Technologien grundsätzlich? Die sagen, was will denn die hier? Steht hier auch, ne? Miss Printy, was haben Sie hier verloren? Und dann sagt er, wir wollten eh gerade gehen. Warum machen die das? Also, 3D-Druck ist genauso eine Fertigungstechnologie wie andere Technologien auch, um Bauteile zu fertigen. Es kommt nur auf Sie selbst drauf an, welchen Weg Sie gehen. Sie sagen, Sie machen es so, wie Sie es seither gemacht haben. Das war vielleicht auch sehr gut. Oder gibt es vielleicht einen neuen Weg, den Sie einschlagen können und dann Gas geben können? Und es liegt nur an Ihnen, ob Sie pfiffig sind, ob Sie ein Cleverle sind und ob Sie das Thema 3D-Druck-Denkweise, 3D-Druck-Konstruktion und Tipps und Tricks für Manager, was wir hier drin haben, auch wirklich verstehen wollen. Das ist ein Mindset-Buch. Da stecken Dinge drinnen, Sie werden sich danach denken, so habe ich über das Thema 3D-Druck noch nie nachgedacht. Sie werden sagen, das wusste ich ja gar nicht, dass das so geht und dass man das so macht. Ein weiterer Punkt ist, die meisten 3D-Druck-Bücher sind zu 90% voll mit Technologie. Dort wird die Technologie erklärt. Sie wissen danach, was 3D-Druck ist und wie vielleicht eine Technologie funktioniert, aber Sie wissen nicht, wie es geht. Ne? In dem Fall. Also, und wir haben natürlich auch hinten in dem Buch auch wieder eine Zeichnung drin, wo alle an dem Stammtisch gemeinsam sitzen und die sich auch alle miteinander vertragen und die alle sagen, ist gut, dass du die Teile in Zukunft machst, Miss Printy, dann muss es der Fräsi nicht machen, ne? Und er hat mehr Zeit. Also, wenn Sie in der Sache vorwärts kommen wollen, wenn Sie jetzt da auch reingucken wollen, dann holen Sie sich doch dieses Buch hier. Und das kriegen Sie unter www.buch.3ddruck-wissen.de. Irgendwo um dieses Video herum gibt es einen Link. Ganz ehrlich, holen Sie sich dieses Buch hier. Und das ist der Anfang von einer Erfolgsgeschichte bei Ihnen im Unternehmen, wenn Sie die Dinge dann umsetzen. In diesem Sinne, danke, und vielleicht ist bei Ihnen der Sache ein bisschen mehr angekommen als bei anderen, die vielleicht immer noch hadern, dieses Buch zu kaufen, sagen, morgen kaufe ich es mir. Ja, die werden nie erfolgreich sein in Sachen 3D-Druck. Greifen Sie jetzt zu, es sind noch genügend da, und ich freue mich, wenn ich Ihnen eins einpacken darf. Und ich schreibe auch handgeschrieben die Adresse drauf, wenn Sie möchten, und dann schicke ich das los. Und dann dürfen Sie sich freuen, wenn es bei Ihnen ankommt. In diesem Sinne, danke, dass Sie das Video angeguckt haben, und bis zum nächsten Video.